Und damit wieder einen schönen guten Tag. Herzlich willkommen zu Tank Mechanic Simulator, die sechste Ausgabe. Ja, wir haben letztens den Auftrag beendet. Wir gehen mal gucken, was wir jetzt als nächstes machen können. Ja, ich hoffe, euch geht es gut. Ich hoffe, die weiteren Folgen vorher, also 1 bis 5, ist echt gut angekommen. Das weiß ich leider noch nicht, denn ich produziere die Videos wieder vor. Und ja, gucken wir uns mal an, was wir hier mal machen können. So, gehen wir mal in Postfach. Nehmen die Schaufeln, wir haben etwas gefunden. Komm, das machen wir mal, weil das haben wir noch nie getan. Angebot annehmen natürlich. So, wo müssen wir jetzt hin? So, jetzt müssen wir bestimmt raus. Entschuldigung. Jetzt müssen wir bestimmt rausgehen und dahin fahren, glaube ich. So, wir sind da. Jetzt, wo müssen wir jetzt hin? Oh, ganz viel Panzerschrott hier. Kann man hier irgendwie rennen oder so? Ja klar, hier. Damit. Okay. Na, gucken wir uns gerade mal um. Komm, wir gucken uns mal diesen Panzer da vorne an. Was sind das denn für Panzer hier? Ausrangierte Panzer. Eieiei. Interessant. Das sind müssten. Boah, kann man echt schwer erkennen, was das sein soll. Ja, das könnte aber ein KV-1 sein und das könnte auch ein KV-1 sein. Das da könnte ein T-34 sein. Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Also ich meine, es war jetzt einmal ein KV-1 und nochmal ein KV-1. Also zwei KV-1 und ein T-34. Aha, ist noch nicht freigeschaltet. Okay. Interessant, interessant. Ich glaube, da gibt es noch richtig viel zu erweitern hier. Da kann man auch nicht hin. Ich glaube, hier waren wir drinne. Ja, Mensch, was ist denn jetzt? Komme ich vielleicht irgendwie rein oder so? Ich möchte wieder rein zum Computer. Probieren geht über Studieren, ne? Wartet mal, ich bin hier doch rausgelaufen. Hier. Also muss ich hier wieder rein. Der lässt mich aber nicht rein. Hallo. Ja, so wollte ich natürlich nicht die Folge beginnen. So doof. Kriegen wir bestimmt aber irgendwie behoben. Ja, ich glaube, wir müssen doch weiter. Also hier kommen wir nicht lang. Nee. Sieht aber schön aus. Also die Grafik ist ganz okay, kann man nichts sagen. Kann natürlich immer die ein oder andere Grafik besser sein, natürlich. Aber ich will verdammt nochmal jetzt ins Tor rein. Wieso lässt er mich nicht rein? Ich kann hier nichts klicken, nichts. Gehen wir mal zum Hauptmenü. Ja, gucken wir mal kurz, dass wir es schnell fixen, ne? Das ist leider nicht so toll. Ja, gut. Machen wir halt nochmal Beginn. Das kann doch nicht wahr sein. Wenn ich wieder draußen gespawnt werde, ne? Das ist dann nicht so geil. Nee, okay. Ja gut, so haben wir es halt eben behoben jetzt. Ich bin nicht rausgekommen. Wir haben den Auftrag aber gerade angenommen. Gucken wir jetzt uns nochmal genauer an. Wir haben Informationen erhalten, dass es einen Panzer gibt, der ausgegraben werden muss. Hast du Interesse? Viele Grüße, Bill. Literaturzustand? Ja, okay.
Alles klar. Ja. So. Brauche Hilfe an Renovierung. Nimm die Schaufel in die Hand. Ja. Ach so. Ah. Natürlich. Muss man das erst bestätigen? Ja, sonst komme ich ja gar nicht weiter. Naja, learning by doing. Es kann ja nicht alles immer direkt perfekt laufen. Da bin ich. Okay. Drücke ich mal rein. Fortfahren, ja. Fahre ich mal los. So, ich muss den Motor anschmeißen, ne? Aha, Tablet. Schaufel. Metalldetektor. Motor. Anmachen. H mit H, okay. Gaspedal, Bremse, voran, Motor an. Ah, okay. Jetzt fahre ich jetzt nach rechts oder nach links? Ich fahre mal da lang. Wow! Rutscht ganz schön. Jetzt kommt er auf Touren. Wow. Mit dem kann man voll gut driften. So, ABS ist bei dem auf jeden Fall nicht vorhanden. Ich habe gar keine Ahnung, ob ich richtig fahre, aber das werden wir gleich sehen. So. Und Bremsen hat er auch richtig starke. Na gut, okay, gucken wir mal aufs Tablet. Wo soll's sein? Aha, okay. Bin doch gar nicht so verkehrt. Ich glaube, wir sind gerade im Kreis gefahren. Na gut, fahren wir weiter. Kann ich da durch? Juhu! Gucken wir mal kurz auf dem Tablet. Ja, jetzt muss ich nach rechts. Ja, jetzt müssen wir gleich da sein. Ja, wir sind richtig. Ja, es wird schon dunkel. Ah, das ist ein Geländewagen, der hält sowas aus.
Ja, wir haben es geschafft. Wir sind da. Wie kann man denn hupen? Handbremse. Du kannst sogar linken und alles. Cool. So, dann stellen wir den mal hier hin. So. So, Handbremse. Das ist mit X. So, Motor aus. Nee, Greta Thunberg soll uns ruhig in den Arsch treten. Gut, Bremspedal. Handbremse, Fahrzeug verlassen. Ach, der Motor geht einfach selbst aus? Okay. Ja, das ist halt schade, ne? Okay. Also jetzt dürfen wir suchen hier. Kommen wir hier mal ein bisschen schneller. Sowas müsste man mal haben, oder? Unbegrenzt Ausdauer. Der rennt einfach, als wäre nix. Als gäbe es kein Morgen mehr. Also außen wird er wahrscheinlich nicht sein. Okay, ein unzerstörbarer oder unüberwindbarer Busch. Hier irgendwo? Ne. Gehen wir mal weiter rein. Suchen hier so ein bisschen rum. Ja, den werden wir schon finden. Das kann halt ein bisschen dauern, ne? F7 mit Überspringen das Tutorial. Okay, wir suchen aber mal ein bisschen weiter. Mal schauen, ob wir ihn finden werden oder nicht. Aber ich denke schon. Hier sieht ganz gut aus. Ich denke mal, der wird irgendwo da liegen, wo jetzt zum Beispiel nicht groß irgendwas gewachsen ist. Wie diese Blumen da. Oh, ich hab's. Okay, ungefähr. Ja, hier ist er. Alles klar. Ich lass den mal da liegen, als Markierung. Gefunden haben wir ihn auf jeden Fall mal. War ja doch nicht so schwer wie jetzt gedacht. Okay. Dann nehmen wir den mal mit. So, wo ist der Detektor jetzt? Das ist nicht so geil, ne? Der ist jetzt mitten irgendwo, nirgendwo. Jo. Hier war das doch irgendwo. Hier weiter rein, glaube ich. Und es wird auch noch dunkel. Ja, ich sehe doch nichts.
Das ist das Auto. Ja, aber wo ist das? Wo ist denn der Detektor jetzt? Ich hab ihn verloren. Ich hab ihn verloren. Es tut mir so leid. Wenn ihr ihn gesehen habt, dann schreibt mal in die Kommentare. Also ich bin zu blind gerade. Oh shit. Hätte ich ihn mal nicht in so. Ich dachte, der wird dann auch angezeigt, aber na gut, ist halt nicht so. Hilfe! So, okay. Müssen überlegen. Hier in die Richtung ungefähr. Dann kann es ja nur hier irgendwo rumliegen. So in der Mitte waren wir ungefähr. Ich will jetzt nicht überspringen unbedingt, denn ich will euch ja auch zeigen, wie man den jetzt ausgräbt. Ihr denkt euch jetzt bestimmt so, oh Gott, ist der blöd. Aber ja, ich meine, wir werden das schon finden, das Teil. Bis wir verrecken halt, ist mir egal. Kann man keine Obenansicht machen oder sowas, ey? Das ist echt blöd. Hier irgendwie eine andere Ansicht oder sowas? Gibt's das? Jo, 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 jo. So, also hier war er irgendwo gelegen, der Detektor. Es wird aber auch immer dunkler, ich sehe nichts, ne? Dann gehen wir mal alles systematisch hier ab. Also hier. Ich hätte markieren sollen. Könnte man wahrscheinlich auch, bestimmt. So. Das Teil ist auch rabenschwarz, ne? Das kannst du nicht erkennen. Ne. So dunkel, ich sehe nichts. Ich will ihn eigentlich noch ausgraben, bevor es stockdunkel wird. Aber da kannst du nichts erkennen bei der Uhrzeit. Ja, okay, ich bin wieder zu weit raus. Vielleicht hier irgendwo. Schaufel habe ich aber noch, oder? Habe ich die abgeschmissen? Oh oh. Zurück zur Werkstatt, zurück zum Hauptmenü. Nein, nein. Ja, dann gebe ich halt jetzt auf. Ja, ist halt jetzt so. Es ist zu dunkel schon. Ich fahre jetzt mit dem Auto rein. Naja, ist halt so. So. Fundstätte markieren. Die Zone aus Ausgrabung, okay. Ja, schon klar, schon klar, schon klar. Hier guck mal graben. Radar. Was ist das denn? Das ist auch kein Mensch. Okay. Objekt. Okay. Drohne, Radar. Ja, gut, okay. Ich fahre da jetzt einfach rein. So, wie war das nochmal? E wie einsteigen, oder? Nee, X. Nee, F. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie ich da reingehe. Ah, hier jetzt. Motor an. Handbremsen natürlich lösen, ne? X. So, jetzt ist Handbremse gelöst.
fahren wir einfach da rein jetzt. Ist mir auch egal. Sehe ich bestimmt das Teil. Ist nämlich hell genug. So. Die Ansicht vielleicht mal wechseln, oder? Das ist immer besser. Fahrzeughandbremse, Lichte, Ansichtradio, Kamera ändern, C. Ah ja, okay, schon viel besser. Dann gucken wir halt mal so, ne? So, gucken wir jetzt. Das sind echt hell, Mann. Lecco mio. Könnt ihr was erkennen? Ich nicht. Ich guck jetzt einfach mal weiter. Ach komm schon, ich will den jetzt mal finden, den Detektor. Ui. Okay, wir sind jetzt ungefähr hier. Hier wird er irgendwo liegen, der Kram. Was ist das? Nee. Aber der Sound ist schon ganz okay von dem Fahrzeug. Macht schon Spaß. Hui. So. Also, wir waren jetzt hier. Wir wissen ungefähr, dass es mittig war. Gibt, glaube ich, voll die Dislikes. Aber ist egal. Wenn ihr euch das Spiel holt und dementsprechend dann selber das mal macht, dann werdet ihr merken, dass ihr auch am Anfang echt Probleme bekommt. Oder ihr lest halt mehr durch, so wie ich. Lest mehr durch, nicht so wie ich, meine ich. Denn ich bin einfach frei Haus jetzt da rausgegangen, hab einfach jetzt gesagt, ja, spontan gucken wir jetzt mal nach dem Teil hier, ne? Aber wo ist denn dieser Metalldetektor jetzt? Kann man den irgendwie holen wieder? Kann man bestimmt auch irgendwas anderes machen, oder? Das ist der Motor. Das ist Fahrzeug verlassen, ist mit F, genau. So war das. Ich nehme das Auto mal und gehe in die andere Richtung. Kamera wechseln wir mit C. Motor an. Das Handbremse gewesen. Den Radius ist ja echt beschissen von der Karre. So, okay. Hier in dem Gebiet war es auf jeden Fall. Ich meine, ich habe Licht. Das funktioniert doch ganz gut. So. Dann gucken wir halt mal so einfach. Ich bin hier schon 10.000 Mal jetzt rumgefahren, habe aber nichts entdeckt. Nee, schade. Wäre ja zu schön gewesen. Nee, auch nicht. So, also mein Timer ist eigentlich zu Ende. Das heißt eigentlich, normalerweise müsste ich die Runde jetzt zu Ende machen. Und wir würden uns in der nächsten Folge sehen. Aber ich will das jetzt finden. Die Karre. Aber ich verstehe es nicht, ne? Ich muss ja irgendwie...
Ach, Werkzeug zurücksetzen. Ah ja. Das hätte ich mal schon eher machen sollen, ne? Ich Dulli. Nehmen wir natürlich das Teil wieder. Wir wissen ja, hier war es irgendwo, ne? Ich den jetzt liegen lasse, dann sehe ich den doch. Ja, okay, das passt. Ja, wir kramen das Ding doch noch ganz schnell aus. So. Geradeaus, 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 geradeaus. So hell war es doch gar nicht. So, das war relativ im Hellen. Jetzt merke ich mir, wo das Teil war. Ich war gut im Licht gestanden. Okay, das ist zu nah. Oder wird er zurückgesetzt, der Detektor? Ne, da liegt er. Ja, nice. Ja, wie scheiße ist das denn? Okay, die liegt nebendran jetzt. Nehme ich nochmal. Ja! Leute, wir haben's. Mal dahin. Ist doch, sieht doch ganz, ganz, ganz spektakulär. Ganz, ja, alles klar. Sieht doch ganz spektakulär aus. Wir haben nämlich gleich den Panzer. Ja, Vollrohrscheiben mit der Detektor. Ist mir egal. Ja, aber der muss ja auch hier irgendwo in der Nähe jetzt sein. Sieht man den vielleicht irgendwie? Nee, noch nicht. Ich sehe da keinen Panzer. Seht ihr einen Panzer? Nee, oder? Warte mal, ich lass mal die Schaufel hier irgendwo. Ja, ich lege sie einfach hier rein. Schmeiße einfach hier rein. Sieht man ja noch gut genug. Nehme ich den Detektor nochmal. Ah ja. Alles klar. Wo ist die Schaufel jetzt? Das gibt's doch nicht, Mann! Schaufel, wo bist du? Das ist nicht so geil, die Sachen hinzuschmeißen. Ehrlich, das ist. Ah, da liegt sie. Ich habe nichts gesagt. Hier. Jo, ich hab ihn. Da ist er. Da! Man sieht schon was. Ah ja, da ist er, da ist er. So. Nee. Komm hier nochmal. Ich will ein bisschen ausgraben noch. Kann ich nicht draufklicken, auch nicht hier. Auch nicht hier. Ja, hier wird er sein. Da ist er. Der Bock. Ja, okay. Und was mache ich jetzt? Panzer reinigen. Panzer auf LKW. Lager.
Tablet. Nee, nicht Tablet. Oh, jetzt habe ich beides hingeschmissen. Muss schon weiter rauskramen. Ja, okay. So, komm Leute, jetzt habe ich aber einen Panzer. Den grabe ich ihn halt weiter aus. Geht nicht. Nee. So, da ist er doch, der Bock. Das ist schon wieder Tag. Ach, Wahnsinn. Haben die ganze Nacht jetzt geschaufelt. So, machen wir hier weiter. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, wir müssen den komplett ausgraben. Dass wir den finden. Ja, das war klar. Jo. So, Junge, das muss ich jetzt tun. Panzer auf LKW. Position zurücksetzen. Werkzeuge. Nee. Abschleppservice holen. Ah ja. So, Panzer ist gefunden. Was? Wie denn das jetzt? Muss ich jetzt nochmal auswaschen oder wie? Hä? Hier war er doch. Och nö, wurde wieder alles zurückgesetzt oder wie? Och nö. Das ist doch scheiße. Hätte ich mal was anderes gemacht, ne? Na gut. Guck mal, ein fahrerloses. Nee. Nee. Da ist er ja, der Panzer. So. Jetzt aber. Ne, das war das falsche Teil. Legen wir einfach hier hin. Ach, da liegt er doch. Ah. Ja, okay, alles klar. Wir haben nichts gesagt. Gut, gut. Alles klar. Gehen wir mal zum Panzer nochmal. Das ist ja richtig schwer zu finden gewesen. So, reinigen. Panzer kann nicht gereinigt werden. Warum? Panzer wurde nicht vollständig ausgegraben. Kehre zum Glück zurück, weiter graben. Och, nö. Okay, dann müssen wir weiter graben. Ja, wir holen den Panzer jetzt noch raus. Aber dann, würde ich sagen, ja, nächste Folge, ne? Jetzt muss ich den noch weiter ausgraben, ey. Wahnsinn. Wie weit noch? Noch weiter ausgraben. Na gut. Graben wir halt weiter aus. So, also der wird wahrscheinlich so quer sein. Das heißt, hier müssen wir weitermachen. Aha! Heck schon mal freigeschaufelt. Das da. Das geht nicht. Geht auch nicht. Graben wir hier weiter. Ich meine, er ist ja fast ausgegraben, ne? Dauert aber ewig wahrscheinlich.
Ja, da kann ich nicht draufhauen. Vielleicht hier. Nee, auch nicht. Ach ja. Ist der Berg da? Nö. Ich meine, der Panzer ist ja so gut wie ausgegraben, Männers. So. Was ist denn das? Ich weiß nicht. Die Folge geht schon wieder meiner Meinung nach viel zu lang. Aber es ist mein Verschulden. Ich habe nicht so gut gearbeitet. So, hier muss er auf jeden Fall nochmal etwas schön frei geschaufelt werden. So, okay, hier oben haben wir. La 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 la. Das bringt nichts, also hier weiter schaufeln. So langsam wird's was. Sicher denkt ihr jetzt, okay, der ist so doof. Okay, das geht nicht. Ja, er ist fast frei. Ich glaube, ich kann auch einen Bagger anfordern, soweit ich weiß. Warum mache ich das nicht? Ja, ganz einfach. Keine Ahnung, weil macht Spaß irgendwie, ne? Kann ich den jetzt vielleicht reinigen oder so? Panzer kann nicht gereinigt werden. Okay. Zurück zur Werkstatt. Der Panzer wurde nicht vollständig ausgegraben. Gehe zum Lab zurück und ordne weitere Graben an diesem Ort an. Aha. So, kann mir jetzt mal sagen, wie ich rauskomme? Okay. Gut, dann gehen wir mal dahin. Ich glaube, daran wird es wohl liegen. So, Geländewagen, Fundstätte, Spieler, Graben. Du hast keine Zone Markierung, die sind ausgerüstet, wie willst du vor? Aha! So, sie haben etwas gefunden, ja? Das ist richtig. Ich steige ja auch mal direkt ein hier. Immer diese blöde Handbremse, ey. Wuhu. Bleibst du mal stehen? Danke. Ah ja. Was soll das sein? Oh, okay. Alter, was muss denn dann noch alles passieren? Ah ja. Warum muss ich denn jetzt reinigen? Ich versteh's nicht. Der ist noch gar nicht zur Hälfte ausgegraben. Gar nichts. Okay. Wenn ihr das sagt, dann mache ich das. Kann ich ja gar nicht komplett vollständig ausgraben. So. Sieht aber cool aus. Sieht cool aus. So wie es aussieht, ist es aber eine Stuck, glaube ich. Oh ja, da fehlt noch ein bisschen was. 32% Reinigung. Ja, ich kann die auch nicht komplett vollständig reinigen. Wie soll das gehen?
Und ich meine, ich bin überall schon durchgegangen jetzt. Na gut, gehen wir weiter. Was ist das hier? Weiß nicht. Mittel zum Zweck oder so, was weiß ich. Was ist das? Ups. Keine Ahnung. So, gut, und klicken wir mal drauf. Panzer auf LKW. Alles klar. Panzer ist weg. Wir sind soweit fertig. Und Licht aus. Oh ja, okay. Motor an. Einsteigen. Radio. Nee. Mit zur Werkstatt. Akzeptieren. Okay. Wir haben es echt geschafft. Wahnsinn. Die Folge ist bestimmt ewig lange jetzt. Aber wir haben unser Ziel erfüllt. Jetzt bin ich mal gespannt, was für ein Panzer wir da haben. Ich gehe davon aus, dass es nicht Stuck ist. Ja, müsste eine Stuck sein. Es ist eine Stuck 3. Na, was habe ich gesagt? Gut, also ich hätte eigentlich Lust, hier weiterzumachen, aber wie es später weitergeht, also gleich demnächst in der nächsten Folge weitergeht, seht ihr dann in der 7. Ausgabe. Ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen und noch euch einen schönen Tag. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen und ein Abo dalassen. Gerne auch die Glocke aktivieren, um keine weitere Folge zu verpassen. Und ja, viel Spaß noch auf YouTube. Ciao!